So, liebe Leute, es geht weiter mit Dying Light. So. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Wollte ich hoch auf den Berg oder wollte ich in Richtung... Warte mal, Richtung Strand? Weil da unten war ja noch was, oder? Natürlich aufpassen, dass ich hier keine anderen Wachen sehe. Hier in dem Gebiet scheinen ja etwas Wachen zu sein. So. Darunter würde ich gerne mal gehen. Okay. Aber zur Farm würde ich auch gerne nochmal gehen. Da war ja noch eine Farm. Die war aber ein bisschen weiter weg. Okay, in der Wache sehe ich hier nicht. Na, ich gehe mal da runter. Was soll's. So, zeigt mir ja, ob ich was herstellen kann. Nee. Okay. Scheiterhaufen. Da oben ist auf jeden Fall einer. Benzin? Okay. Scheiße. A golden tooth. Rashid's pusher. Don't worry, Daff, he said. We'll rule the beach, he said. Aha. You kennt den Typ. Was da oben? Toll, Alter, da ist nichts eingezeichnet auf der Map. Okay, das Boot ist auch kaputt. Also mir fällt gerade ein, dass ich immer noch einen Schlüssel brauche für den Typen in dem komischen Turm, wo ich angefangen habe. Der Arme. Bis ich dort bin, ist er bestimmt tot. Ah, da ist das Kornfeld. Das habe ich doch gesehen von da oben aus irgendwo. Und da hinten ist, glaube ich, diese Farm. Da könnte ich vielleicht nochmal hingehen hier. Gastal. Schauen wir mal. Ist das komische Konstrukt, was ich da oben von da oben aus gesehen habe. Da schreit doch einer. Oh.
Oh, das klingt so, als wäre da irgendwo ein Toter. Oh, scheiße. Das klang wie so ein großer 2-Meter-Typ. Oh, was ist denn das hier? Ah, ein Bunker, Alter. Geil. Okay. Bunker, eine Wasserquelle habe ich hier gesehen. Oh, ohne Leiche. God, looks like she's been drowned. Oh. Schon wieder ein Dog Tag vom Militär. Okay. Oh. Ein Hemd, Alter, geil. Neues Hemd oder was? So. Ibrahim, näher. Aha, irgendwelche Koordinaten oder so. Ja. Und hier ist ein Brunnen. Toll. Gut. Mach mal das provisorische Messer da weg. Geben wir das hier auf. Militärisches Shirt. Oh, cool. Verringert die Sichtbarkeit leicht. Ja, das ist gut. Sehr schön. Speichern wir gerade nochmal ab. Ich meine, ich habe jetzt eine Armbrust. Vielleicht sollte ich mal versuchen, gegen so einen 2-Meter-Typ zu kämpfen da. Soll ich mich da irgendwie verstecken oder so? Oder irgendwie... Boah, scheiße, Alter. Da ist er auf jeden Fall. Ich will am liebsten da oben drauf. Also das ist mir hier zu gefährlich, Alter. Alter, wie viele sind hier noch? Wie viele verwirrte Leute hier? Oh, scheiße. Überall hier in dem Kornfeld. Noch runtergefallen, Mensch. Was für ein Müll, ey. Ah. Könnte ich denn hier drauf, da vorne vielleicht? Da könnte ich drauf. Weil hier... Keine Ahnung. Aber da läuft die Alte, ey. Hier sieht es doch gut aus.
Aber ich glaube, da komme ich gar nicht drauf hier. Auf den Fels. Nö, ich kann hier bleiben. Das ist ein Imker oder was? So, werde ich mal gucken, Alter. Ein paar Bolzen habe ich. Mal gucken, ob das funktioniert. Erstmal auf den Kopf natürlich. Alter, verpiss dich. Vier Bolzen habe ich noch. Ich glaube nicht, dass es reicht. Sehen. Scheiße. Ah, war aufgeregt. Gut. Ja, dann werde ich erstmal, denke ich mal, hier hingehen. Oh, scheiße, da ist noch so ein... Ah, das kommt ja gut, Alter. Noch so ein Flitzebogen-Typ. Oh, da hat er keinen Flitzebogen für mich. Einen Schlagstock hat er. Oh, ist ja doof. Ja, brauche ich nicht. Auch Armbrust, Leute. Nicht so ein Typ, ey. Na komm. Oder eine Ziege. Ein Schaf. Da unten ist so ein Typ, oder? Mit der Armbrust. So einen brauche ich. So. Bin ein bisschen erkältet, wie ihr hören könnt. Nee, das ist auch keiner. Mann. Wieder so ein Schlagstock-Fuzzi. Oh, da vorne ist ein Haus. Mist, Alter. Oh, das ist ein Hund. Ziemlich gut hier. Nur keine Angst zeigen. So, den Hund werden wir auch noch fertig machen. Oh, da ist noch so ein Typ. Hat der einen Armbrust? Ja, der hat einen Armbrust dabei, Alter. Endlich. Dankeschön. Sehr schön. So. Wie viel habe ich? Vier Stück wieder insgesamt. Naja, gut. Guck, ob ich da noch einen sehe.
Ich kann erstmal Richtung Haus da oben laufen. Also hier scheinen die Straßen frei zu sein. Bewacht oder nicht bewacht? Also ich sehe keinen hier. Scheiße, Schlüssel brauche ich dazu. Hier ist alles verseucht, da brauche ich bestimmt irgendwie eine Gasmaske oder so. Oh, cool. Wieder ein Bunker. Warum die Musik hier so gruselig ist? Keine Ahnung. Mich gerade beißen. Mistvieh. Schnur. Ich finde hier eine Schaufel. Im Bauernhof müsste eigentlich immer eine Schaufel haben. Schon wieder Benzin. Aber ich habe gar keinen Benzinkanister. Komisch. Oh, die ist auf.
Na toll, nur das Badezimmer. Bringt mir auch nicht viel hier. Das ist super. Kinderzimmer. Klettern kann ich hier nicht mehr. Schade. Nee, ist zu. Komm ich nicht rein. Klettern kann ich auch nicht. Gut. Dann werde ich mal Richtung diesen komischen Silos gehen da. Sieht aus wie eine Produktionshalle für Getreide oder so. Oh, da vorne steht einer. Da hält einer Wache. Bin mal gespannt, was die hier machen, ey. Noch ein Schwein. Ah, komm, ich kämpf noch mal. Scheiß drauf. Hier ist ein Weg. Oha. Jetzt auf jeden Fall wieder in Waldgebiet. Oh, scheiße. Ist das der Kiefernhain? Komm, mach mal. Wildschwein. Ist das der Kiefernhain oder nicht, Alter? Ich schweife wieder vom Weg ab. Oh, was haben wir denn hier, Alter? Mit roten Flaggen wieder. Das könnte eine Art Festung von ihnen sein. Da gehe ich noch nicht hin. Ich brauche da noch mehr Sachen. So.
ich mal hier. Warum kann ich keine Pfeile herstellen? Hergestellter Pfeil, Alter, geil. Könnte ich machen. Aber jetzt habe ich leider alles voll. Warte mal. Ich mach das mal weg. Das reicht mal. Pfeil. 7 Stück. Geil. Das sind die selbstgemachten und das sind die, wo ich gefunden habe. Dann nehme ich mal die selbstgemachten erstmal. Ey, das ist ja geil. Kann ich mal einen eigenen Pfeil machen? Eigentlich soll ich mehr Pfeile herstellen. So viel wie geht, Alter. Mal gucken, ob ich noch herstellen kann. Ah, voll. Okay. Wahrscheinlich, weil in den Köchern nicht mehr reinpasst, ne? Ah, ich brauche noch mehr Leder. Okay. Das heißt, ich müsste noch ein Wildschwein finden. Oder eine Ziege erledigen oder so. Erlegen. Da geht ja beides. Erledigen oder erlegen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, hier sind wieder schöne Rapsfelder. Und da vorne war eine Wache. Ah, das wird ja eigentlich easy hier. Wenn ich hier mich verstecke. Boah, ganz schön weit weg. Scheiße, vorbei. Ah, ist zu ungenau. Bin schon mal einen Pfeil versemmelt, Alter. Ich muss warten, bis der rote Punkt weg ist über seinem Kopf. Da ist noch so ein Armbrusttyp. Okay. Wie komme ich da hin am besten, ey? Warte mal, ich speichere mal hier ab. Bio-Kraftstoff-Raffinerie. Aha. Der ist auf jeden Fall tot. So. Aber der andere müsste auch gleich wieder kommen. Das heißt, ich könnte hier auf den warten, theoretischerweise. So. Muss nur wissen, ob er wieder zurückkommt oder aber... Ja, der läuft hier, okay. Oh ne, das sind Hunde. Scheiße. Und da ist wieder so ein Typ. Fuck. Da ist noch einer. Oh, 3 Hunde, Alter. Ne, das ist noch so ein Typ. Sag mir nur Typ. Scheiße, ich sehe den so im Kopf nicht, ey.
Da ist er wieder. Scheiße. Der Hund ist immer noch da. Bleibt er dahin. Auch nicht schlecht. Warte mal. Ah, Kopf, wo bist du? Perfekt. Ist ja geil, Alter. Hat gut funktioniert. So, drei Typen sind tot, vier Stück. Jetzt nur noch die Hunde hier. Irgendwie loswerden. Das dürfte ich aber überleben, wenn ich jetzt gegen 2-3 Hunde kämpfe. Ich denke mal, dass ich das überleben würde. Ah, scheiß drauf, ey, komm. Wo ist das Vieh? Wo ist das jetzt? Wo ist der Hund? Mann, da ist er. Scheiße. Gefährlich. Ja. Das war gut. Hätte ich vorbeigeschossen, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Gut, dass ich gut zielen kann. Ja. Da sind wir immer noch. Da müsste immer noch ein Hund sein. Irgendwo. So, der hat auch Pfeile für mich. Geil. Der ist tot. Den habe ich schon abgecheckt. Soll ich Hundefell nehmen? Okay, komm. Los. Nehme ich mal das hier. Hier. So. Okay, das war's. Vielleicht ist da noch eine Wache. Ich guck lieber nochmal nach. Ich laufe mal um das komplette Gebäude rum. Scheinen alle tot zu sein, ne? Hier vielleicht noch irgendwelche Patrouillen? Nee, alle weg. Scheiße, ich brauche schon wieder einen Schlüssel. Verdammt. Oh. Oh, springen, 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 Alter, komm. Alter. Datum 31. August, letzte Warnung.
Dr. Aiden, Beschwerden häufen sich auf meinem Schreibtisch. Ich wurde über deine häufige Abwesenheit und deinen betrunkenen Zustand während der Arbeitszeit informiert. Noch schlimmer, man hat dich erwischt, als du in der Raffinerie geraucht hast und somit sowohl die Leute als auch das Gebäude gefährdet hast. Das ist unakzeptabel. Wenn du denkst, dass du unersetzbar bist, denke nochmal nach. Du bist nicht der einzige Biokraftstoffexperte auf der Welt. Und wir werden sowieso bald auf Solarenergie setzen. Dein Wissen wird dich dieses Mal nicht retten. Das ist meine letzte Warnung. Route Nummer 2. PS. Angesichts deiner wiederholten Verletzungen der Sicherheitsvorschriften ist dein Zugang innerhalb des Gebäudes zum Labor begrenzt. Kraftstoffproben werden ab jetzt nur von autorisiertem Personal zu dir geliefert. Okay. Ah, guck mal an, ich komme hier rein. Geil. Hallo? So. Vielleicht gibt's hier drin auch noch Wachen, Alter. Scheiße. Brechstange habe ich schon. Kann ich aber austauschen. Ich habe ja... Warte mal. Die da zum Beispiel. Die ist schon ziemlich verschlissen. Nehme ich einfach die neue. So ein geiles Medikit könnte man auch nehmen, ey. Boah. Schmeiß mal deinen Zweck, ey. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Noch mehr Pfeile. Bierchen könnte ich jetzt trinken, ne? So. So, zack. Platz frei. Nee, doch nicht. Leere Flasche wahrscheinlich hier. Okay, weg. So. Medikit ist wichtiger. Ah, das war der Ausgang. Okay. Und das ist das Labor. Hier ist zu. Da liegt ein Kanister, Alter. Was UVIR-Flammenmelder? Der UVIR-Flammenmelder, also Infrarot, detektiert Strahlungsenergie in dem kurzen Wellenlängenbereich von sowohl dem Ultraviolett auch dem Infrarotanteil des elektromagnetischen Spektrums. Das Signal der beiden Sensoren wird auf Frequenz, Intensität und Dauer geprüft. Eine gleichzeitige Erkennung der Strahlungsenergie in den UV- und IR-Sensoren löst einen Alarm aus. Der Flammenmelder detektiert Brände, die aus auf Wasserstoff, Kohlenwasserstoff basierenden Kraftstoffen oder Gasen wie Hydroxyl, Wasserstoff, Metallen oder nicht-organischen Materialien entstehen. Das Alarmsystem kann mit der Steuereinrichtung verbunden werden. Muss ich das jetzt unbedingt lesen? Ach, das ist ja. Ich glaube nicht, dass das jetzt großartige Informationen für mich sind hier. Die mir jetzt im Spiel helfen werden. So. Ich geh mal hier rein. Oh. Ah, hier ist eine Leiter. Okay, eine Leiter. Mittlerweile stellen nur noch die... Oh, was ist denn das jetzt, Alter? Ein Schlüssel? Oh, nee. Ah, hier ist ein... Hier ist doch ein Schlüssel, Alter. So. Mittlerweile stellen nur noch diese 2-Meter-Typen da eine Bedrohung da, ne? Also, die normalen Wachen, die lassen sich noch locker aus dem Weg schaffen, aber... Wozu habe ich den Schlüssel jetzt eigentlich geholt? Hier geht's auch nochmal nach draußen. Wie komme ich hier rein, Alter? Vielleicht von außen irgendwie aufschließen? M
Nee, da ist ein Sicherheitstor. Oh, Junge. Komme ich da nicht rein, oder was? Wie komme ich hier rein? Scheibe kann ich auch nicht zerschlagen. Hier ist eine Tür, aber... Elektrisches Schloss sieht mit deiner Brandmeldeanlage verbunden aus. Oh, sag mir nicht, ich muss hier Feuer legen. Wie soll das aber gehen ohne Benzinkanister? Scheiße, ich komme hier nicht rein. Oder einen Feuermelder zerstören. Gibt's doch solche Dinger, die man da einschlagen kann? Tja. Sinn hier. Feuermelder, ja toll, schön. Wie mache ich jetzt hier Feuer? Scheiße. Also kann ich hier auch noch nichts machen, weil ich diesen blöden Kanister brauche. Ey, fuck, Alter. Muss ich nochmal hierher zurückkehren. Ein anderes Gebäude gibt's hier nicht, ne? Komm ich vielleicht mit da hoch? Irgendwelche Schalter oder so vielleicht? Nö. Ja, dann habe ich Pech gehabt. Kein Schalter. Keine Alarmanlage oder so. Ja, dann werde ich mal weitergehen. Ein Feuerzeug. Oder ein Benzinkanister. Ach, ein Feuerzeug, Alter. Wo kriege ich ein Feuerzeug her? Der Imker braucht ja Rauch, um die Bienen zu zähmen. Vielleicht... hat der ein Feuerzeug. Ich gehe dort nochmal hin. Die Zeit ist eh gleich wieder vorbei. Wird der noch killen mit den restlichen Pfeilen. Und dann schauen wir mal, was der bei sich hat. Vielleicht finde ich da was Nützliches. Was war das? Da noch mal hin, ich glaube hier hoch. Ich glaube, das war hier, oder? Dieses Maisfeld. Und da oben war ich auch noch nicht, Alter. Da müssen wir auch noch mal hochklettern, ey, verdammt. Da oben geht es bestimmt auch ab. So. Hier, das kann nicht sein. War hier das Grastal ist hier. Und ich bin hier, Alter. Ah, da bin ich total falsch. Oder ich muss da hoch. Nee, falsch.
Astral muss es irgendwo da drüben sein. Jo, da ist es. Und ich bin wie immer wieder oben auf dem Fels. Toll. So. Das ging ja trotzdem schnell. Ich mache, glaube ich, noch ein paar Pfeile selbst. Wie viele Federn habe ich überhaupt hier? Federn. Ah, nur noch 4. Das heißt, 4 Pfeile kann ich noch... Nee, gar nicht. Okay. Ich brauche pro Pfeil 2 Federn. Na ja, gut. Alter. Verpiss dich, Alter. Did you bring my chicken nuggets or get to come back? Chicken nuggets! Ricky Baba Baba Ricky Baba. Oh, don't you put chicken? Alter, wenn ich hier runterfliege. Dong ding lumer dong ding ling. I think I need it. Ich wollte nicht, dass sie mir über den Weg kommt, wenn ich da gegen den Koloss da kämpfe. Die hat nur genervt. Nicht getroffen, oder was? Der hat ja wieder volle Energie, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Oh, Junge. Oh, das wird knapp, Alter, mit der Munition. Kopfschützen natürlich am besten, aber... Oh Mann! Die Pfeile! Alle leck mich am Arsch. Oh Gott. Und 2 Pfeile vorbeigeschossen, ey. Oder 3. Den Rest mache ich, gebe ich hier mit dem Ding hier. Alter, du musst doch gleich tot sein. Oh, du Fettsack, Alter. Alter, sieht... Oh. Ich hab, nur eine Eule gefunden, Alter. Scheiße. Eine Eule. Wegen einer Eule habe ich den jetzt... Oh, scheiße, meine ganzen Pfeile sind weg, ey. Das ist bitter. Wer ist das?
Alter, hat die hier kein Gegenstände für mich? Wieso bin ich hierher gekommen? Der hat gar nichts für mich hier. Nix. Nur wegen einer Eule. Oh, Junge. Das ist scheiße. Gut, Wasser. Ja, toll, schön. Oh, okay. Das ist doof, Alter. Richtig doof. Richtig doof ist das. Okay. Please cry. Fuck. Meine ganzen Pfeile weg. Nur wegen dem Pisser jetzt. Bin ich wieder wie am Anfang. Was liegt da? Oh, Schlagstock. So, dann werde ich nochmal zur Stelle zurücklaufen hier, wo es auf den Berg geht. Und werde das Ganze hier beenden. Ich könnte mich trotzdem aufregen, ey. Ich dachte jetzt, der hätte was Besonderes bei sich, aber der hat gar nichts. Ich meine, die Eulen sind auch gut, die kann ich tauschen. Aber erstmal muss ich für den Guru da seine Gegenstände finden. Das ist ja auch doof. Ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Und dazu brauche ich erstmal diese blöde Schaufel, ey. Da keiner von euch geschrieben hat, wo die Schaufel ist, werde ich dann selbst auf YouTube schauen müssen, ob ich diese Schaufel irgendwo sehe. I don't want to go to the mall today, Mommy. So. Gut. Also müsste es hier irgendwo weitergehen, nächsten Teil. Deckt mal hier oben. Also, ja. Oh, scheiße. Ich laufe mal ganz dahin ans andere Ende und dann... Bye-bye, Leute. Ich kann auch hier hochgehen, aber... Ah, das sieht schon mal gut aus. Oh, aber ich glaube, da war ich auch schon, oder? Auf jeden Fall muss ich da hochgehen. Wenn wir im nächsten Teil sehen, vielleicht fehlt mir noch ein paar Federn. Das wäre nicht schlecht. Ich werde noch ein paar Pfeile machen. Jo, ansonsten bis zum nächsten Teil, Leute. Ciao, ciao.